bin ganz froh, dass Sie hier haben. Kerstin Hudeck von der BIG Lüchow-Dannenberg. Roman Wendler, da muss ich ein bisschen mehr zu sagen. Der ist Bewegungsarbeiter, Campaigner, Rechtsanwalt. Der arbeitet beim Bundesverband Windenergie und er ist einer von ATTAC. Warum diese Demo? Dazu wird aus der Sicht des bundesweiten Trägerkreises Jochen Stein in der ersten Rede etwas erzählen. Wir werden versuchen zu vermitteln, dass wir auch bislang nicht so klar hatten. Energiewende retten heißt keine Kohle, kein Atom. Und dass es wirklich jetzt ein Thema ist, das am 9. April im Bundestag verhandelt wird. Aber dazu werden wir, glaube ich, im Verlauf der Demo einfach noch vieles hören. Und was noch nicht gesagt wird, das sagen wir dann noch dazu. Jetzt kündigen wir an unseren Redner Jochen Stall, Umweltaktivist, Friedensaktivist und Publizist. Er ist Sprecher der Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute hier in Hannover ja nicht die Einzigen. Gleichzeitig gehen in vielen anderen Landeshauptstädten die Menschen auf die Straße heute, in Potsdam, in Kiel, in Düsseldorf, Mainz, Wiesbaden und in München. Und wir machen das deshalb, weil es ist ja sehr interessant, wenn in Berlin inzwischen die Bundesregierung über Energiewende spricht, dann sagen die immer, man könnte ja der Bevölkerung so eine schnelle Energiewende nicht zumuten. Aber wenn wir uns die Umfragen anschauen, dann sagt eine riesige Mehrheit in diesem Land, wir wollen eine schnellere Energiewende. Und das müssen wir heute ja deutlich zeigen. Als wir uns vor einigen Monaten entschieden haben, dazu aufzurufen, heute in diesen 7 Landeshauptstädten für die Rettung der Energiewende zu demonstrieren, da wussten wir noch gar nicht, wie goldrichtig dieser Termin gewählt ist. Denn in 10 Tagen, am 1. April, werden sich die Kanzlerin, ihr Energieminister Gabriel und die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer zusammensetzen in Berlin und sich über die künftige Energiepolitik in diesem Land zu verständigen. Schon eine Woche später will das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Änderung des Erneuerbaren Energiegesetzes beschließen. Also senden wir heute hier aus Hannover und aus den anderen Landeshauptstädten eine eindeutige Botschaft nach Berlin. Die Menschen in diesem Land wollen keine ausgebremste Energiewende, sondern eine schnellere. Wir wollen nicht erst 2022 raus aus der Atomkraft, sondern jetzt. Wir wollen und wir brauchen keine neuen Braunkohletage bauen, sondern ein Kohleausstiegsgesetz. Wir wollen kein schmutziges Fracking, sondern ganz klar den zügigen weiteren Ausbau von Wind- und Sonnenenergie. Und wer behauptet, die Energiewende sei zu teuer, der will doch nur weiter seinen Gewinn mit schmutzigen Kraftwerken machen und verschweigt gleichzeitig die Kosten von Klimakatastrophe und Atommülldesaster. Haltet uns nicht mehr bescheuert. Wir können selber rechnen und wir werden euch einen Strich durch eure Rechnung machen. Wir demonstrieren hier heute in Hannover, weil wir uns auch ganz direkt an die niedersächsische Landesregierung, an den Ministerpräsidenten Stefan Weil richten. Sein Kollege in Kiel, Thorsten Albig, hat sich klar positioniert. Er nannte Sigmar Gabriels Pläne für die Deckelung der Windkraft volkswirtschaftlich unsinnig. Auch Stefan Weil war einmal ein Freund deutlicher Worte. Vor 3 Jahren, damals noch als Oberbürgermeister dieser Stadt Hannover, hat er auf einer Demonstration kurz nach der Fukushima-Katastrophe leidenschaftlich für den Atomausstieg geredet und gestritten. Lieber Stefan Weil, jetzt sind erneut klare Worte gefragt, sonst wird das nämlich nichts mit diesem Atomausstieg.
Stefan Weil, wir warten von Ihnen beim Bund-Länder-Gipfel genau eins. Bieten Sie Seehofer und Gabriel Paroli. Treten Sie ohne Wenn und Aber für eine beschleunigte Energiewende ein. Die Politik darf nicht länger von den alten stinkenden Stromriesen bestimmt werden, sondern muss endlich die Interessen der breiten Bevölkerung und der kommenden Generationen in den Mittelpunkt stellen. Es gibt noch ein zweites Thema, bei dem Stefan Weil eine entscheidende Rolle spielt. Und das ist das Thema Atommüll. Niedersachsen ist Deutschlands Atommüllland Nummer 1. Zum einen stammt aus den hiesigen AKW fast ein Viertel des ganzen strahlenden Abfalls. Zum anderen ist Niedersachsen das Land von Schacht Konrad, Asse und Gorleben. Also das Land, in dem sich hautnah erleben lässt, wie die Politik in den letzten Jahrzehnten die Bevölkerung immer wieder in das Licht geführt hat. Es ging nie um Sicherheit, sondern immer nur um eine Politik des aus den Augen, aus dem Sinn. Und falls es tatsächlich zu einer neuen Suche nach einem Lagerplatz für hochradioaktiven Müll kommen soll, dann sind wieder weite Teile Niedersachsens auf der Landkarte der Geologen. Und in ihren Sonntagsreden haben die Politiker längst erkannt, welches Verbrechen an kommenden Generationen die Atommüllproduktion ist. Vor einem Jahr sagte der damalige Bundesumweltminister Peter Altmaier einen klugen Satz. Er sagte, dieser Müll hätte niemals produziert werden dürfen. Da hat er recht, der Herr Altmaier. Aber warum um alles in der Welt wird dann Tag für Tag in neuen Atomkraftwerken bundesweit weiter Atommüll produziert? Warum ist Deutschland auch 3 Jahre nach Fukushima zweitgrößter Atomstrom- und Atommüllproduzent in der EU und soll das noch auf Jahre bleiben? Das stinkt zum Himmel. Das muss ein Ende haben. Und deshalb werden wir keine Ruhe geben, bis auch das letzte AKW endlich abgeschaltet ist. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Gestern ging die Meldung durch die Medien, dass E.ON damit droht, das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld in Bayern früher als geplant abzuschalten, weil es sich nicht mehr rechnet. Sie wollen, dass dieses Kraftwerk als systemrelevant eingestuft wird und staatliche Unterstützung bekommt. Das kennen wir ja von den Banken. Die können den Hals nicht voll genug kriegen. Liebe Leute von E.ON, unser Rat, schaltet ruhig ab. Und zwar nicht nur Grafenrheinfeld, sondern gleich auch noch Kronte und Brockdorf mit. Ja. Noch zurück zum Atommüll. Die Politik redet ja jetzt von einem Neustart bei der Suche nach einem Lagerplatz für Atommüll. Und die spannende Frage ist, können wir ihnen vertrauen? Können wir Stefan Weil vertrauen, der im Wahlkampf versprochen hat, das Gorleben-Projekt endgültig zu stoppen und der dann doch einem Gesetz zugestimmt hat, in dem Gorleben als einziger Endlagerstandort konkret benannt ist? Können wir Politikern aus Bund und Ländern vertrauen, die von neuer Transparenz und Beteiligung sprechen und dann ein Gesetz doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgehandelt haben, ohne die Betroffenen mit einzubeziehen? Können wir den Bundestagsfraktionen vertrauen, die für die geplante Atommüllkommission statt unabhängiger Wissenschaftler lieber jemanden wie Bruno Tomauske berufen, Ex-Vattenfall-Atommanager und einer der Väter des Projekts Gorleben? Können wir all dem vertrauen? Es gibt einen Weg für die Politik, neues Vertrauen zu schaffen. Nehmt den Stromkonzernen ihre Entsorgungsrückstellungen weg, bevor diesen wankenden Riesen pleite gehen. Lasst die Betroffenen an den Atommüllstandorten mitbestimmen. Stoppt das Endlagerprojekt im ungeeigneten Salzstock Gorleben ein für alle Mal. Und Schacht Konrad gleich mit. Ja!
Und vor allem, hört endlich auf damit, immer weiter Atommüll zu produzieren. Denn nicht die AKW sind systemrelevant, sondern inzwischen längst die erneuerbaren Energien. Danke. Jochen Steif hat ausgestrahlt. Wir haben uns getroffen Anfang des Jahres und plötzlich dachten wir, was ist da eigentlich passiert Ende des letzten Jahres, als wir schon in Berlin demonstriert haben, schon gegen den Koalitionsvertrag demonstriert haben. Was ist da passiert? Da wurde die Axt an den Begriff Energiewende gelegt. Denn unsere Energiewende, die war immer 100% erneuerbar, dezentral, sozial, ökologisch und demokratisch kontrolliert in Bürgerinnen-Windparks, in Bürgersolarparks, in anderen Energieparks, in demokratisch kontrollierten Stadtwerken. Und plötzlich kommt Sigmar Gabriel und sagt uns, da soll jetzt wieder alles an die Konzerne wandern und das soll noch den Titel Energiewende haben. Das ist nicht unsere Energiewende! Wir haben das dann auf einer internationalen Anti-Atom-Vernetzungskonferenz besprochen und haben festgestellt, es gibt da noch ein paar andere Zusammenhänge, die hängen an diesem Thema dran. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Angelika Clausen, ehemalige Vorsitzende vom IPPNW. IPPNW, die deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges. Und sie wird uns jetzt was dazu sagen. Energiepolitik bedeutet auch Friedenspolitik. Unsere Ärzteorganisation hat ja den Friedensnobelpreis bekommen und wir sind atomkritisch und wir sind friedenspolitisch unterwegs und aktiv. Und jetzt haben wir den Konflikt in der Ukraine. Wir ahnen es alle schon. Das hat irgendwie irgendwo auch etwas mit Energie und mit Rohstoffen zu tun. Aber offen wird darüber nicht geredet. Das Wie der Rohstoffpolitik und das Wie der Energiepolitik kann entweder Kriege befördern oder es kann Friedenspolitik sein. Wir haben in der Ukraine tätig den Konzern, den russischen Staatskonzern Gazprom. Wobei, das wissen wir, Russland zu 70% mit seinen Exporterlösen vom Verkauf von Öl und Gas abhängig ist. Auf der anderen Seite, und darüber wird recht wenig in den Medien gesagt, sind aber auch große europäische und US-amerikanische transnationale Energiekonzerne tätig. Und die wollen den Rohstoff und den Energiemarkt in der Ukraine für sich gewinnen. Richtig! Und die sind flankiert, nicht militärisch von der EU, und von der Regierung der USA und militärisch von dem NATO-Militärbündnis. So Amen. Hängt das zusammen. Amen. 2009 schon, unter Regierung von Julia Timoschenko, verpflichtete sich die ukrainische Regierung zu einem überhöhten Preis Gas abzukaufen. Und dann folgten 2012 unter der Regierung Janukowitsch Verträge mit dem deutschen Energiekonzern RWE. Und dieser Energiekonzern RWE hat dann das russische Gas, was er ja selber gekauft hatte, über Polens Pipelines in die Ukraine von West nach Ost weiter transportiert. Und dann darf natürlich auch nicht fehlen der britisch-holländische Energiekonzern Shell. Und der schloss 2013 einen Vertrag mit der Ukraine, um die Erschließung des Schieferngasfeldes Yuzovskaya in der Ostukraine mittels Fracking zu machen. Natürlich wollten dann auch die US-amerikanischen Energiekonzerne in diesem großen Spiel, dem Great Game, nicht fehlen. Und da haben wir Chevron, dass das Schieferngasfeld Alaska ja in der Westukraine ausbeuten wird, ebenfalls mittels Fracking. Aber da ist die Bevölkerung noch sehr aktiv und dagegen. Und schließlich Exxon, hier bekannt als Esso, ein von Exxon geführtes Konsortium, gewann im August 2012, also alles noch unter der Regierung Janukowitsch. Sie gewann den Zugang zu Öl- und Gasreserven, die tief im ukrainischen Schiefernbeskidzjan unter dem Schwarzen Meer liegen. Allerdings waren die Verträge noch nicht fertig. Dieses Gasfeld liegt direkt vor der Krim. Und jetzt, wo die Krim ja wieder zu Russland gehört, wo Russland das annektiert hat, wird natürlich Gazprom das Ganze ausbeuten. Wir sehen also, im Hintergrund von diesen ganzen Auseinandersetzungen tobt eigentlich ein Energiekrieg. Es ist doch erschreckend, wie die transnationalen Energiekonzerne und die hinter ihnen stehenden Regierungen in Ost und West immer noch dem Denken in fossil-industrieller Wohlstandsgestaltung verhaftet bleiben.
Das ist doch ein Wohlstandsmodell, das immer auf fortwährendem Wachstum beruht. So als hätten die Leute noch nie etwas von Klimaschutz, von Ressourcenschonung oder Energiewende gehört. Ich habe mir Wolfgang Sachs und Hermann Ott zum Vorbild genommen. Beide sind Forscher im Wuppertal-Institut und sie malen ein sehr treffendes Bild, wie Kriege um knappe Ressourcen immer wahrscheinlicher werden. Sie sagen, der Kuchen wird immer kleiner, der Hunger auf neue Energieressourcen wird immer größer und die Anzahl der Gäste auch. Und so kehren die Grenzen des Wachstums auf unserem begrenzten Planeten als geopolitische Konflikte zurück, als soziale Grenzen fossiler Energienutzung. Wir protestieren heute dafür und mahnen, dass Politik und Wirtschaft dieses alte fossile Denken und Handeln endlich überwinden. Eine hundertprozentige Energieversorgung mit erneuerbaren Energien für Strom und Wärme in ganz Deutschland ist bis 2050 möglich, und zwar ohne jegliche Importe von Energie, also nur auf der Basis von Ressourcen, die in Deutschland zur Verfügung stehen. All das, was wir hier sagen, das haben wir uns nicht alleine irgendwie im Kämmerlein ausgedacht, sondern das beruht auf gut durchdachten wissenschaftlichen Prognosen, zum Beispiel des Fraunhofer-Instituts. Und das liegt schon seit 2012 vor. Da müsste doch unsere Physikerin, die Bundeskanzlerin Merkel, auch endlich mal reinschauen. Denn Sie, Merkel und Gabriel, sind gemeinsam verantwortlich. Beide der Großen Koalition. Was wir wollen, das ist eine beschleunigte, dezentrale Energiewende. Und wir wollen Energieautonomie, frei von Monopolen, frei von transnationalen Energiekonzernen wie RWE und Exxon, frei von Gazprom, von Rosatom oder Rosneft. Und wir wollen auch frei sein von E.ON und Shell. Und zwar einen ganz tief gehängten Deckel für Braunkohle und für Steinkohle statt für die erneuerbaren Energien. Wir brauchen eine dezentrale Energiewende für uns Bürgerinnen und Bürger, für unsere Kommunen, für nachhaltige Wirtschaftskreisläufe, für unsere Region. Mit der Energiewende, der Bürgerenergiewende für den Frieden. Dankeschön. Habe dort 8 Tage verbracht mit zahlreichen Demonstrationen, habe an Veranstaltungen teilgenommen, an Treffen, an Strophe, geht aber weiter. Es ist ganz wichtig, dass wir weiter Spenden sammeln für die Menschen dort, dass wir sie unterstützen, weil die japanische Regierung tut es nicht. Es ist ganz wichtig, dass wir weiter Infos hier in die Zeitung bekommen, dass wir einfordern, wir wollen informiert werden, was ist los in Japan. Es gibt weiter verstrahltes Wasser, es gibt weiter die Brennstäbe, wo nicht klar ist, wie können die eigentlich geborgen werden. Und der ganz normale Wahnsinn geht weiter. Die Leute leben in den verstrahlten Gegenden. Also, nicht zurück zur Normalität. Und dafür streiten wir hier heute auch, zusammen mit den Leuten in Japan. Was es braucht, ist unsere internationale Solidarität. Und das ist nicht nur ein gesprochenes Wort, sondern ich habe es wirklich erlebt, dass wenn ich Fotos von hier gezeigt habe, zum Beispiel die Mahnwache in Dannenberg, die ist noch nicht einmal ausgefallen. Seit Reaktorkatastrophe von Fukushima treffen sich dort Menschen jeden Montag um 18 Uhr für eine halbe Stunde, halten ihre Fahnen hoch und sagen, wir stehen hier, wir wollen raus aus der Atomkraft. Abschalten! 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 Abschalten!
Ahoi. Dzień dobry. Wenn am letzten Oktober der polnischen Wirtschaftsminister das neue, nagelneue polnischen Atomenergieprogramm an den Ministerrat überreicht hat, dann hat er den Einstieg Polens in der Atomkraft jetzt so begründet. Ab 2024 wird unser einziger Nachbar ohne Atomkraft wahrscheinlich Deutschland sein. Dieses Land wird dann Atomenergie importieren müssen aus Frankreich, Schweden, Tschechien, der Schweiz und auch aus Polen. Nein, damit steht er nicht alleine. Jede Negativmeldung über die Energiewendung hier in Deutschland wird händereibend aufgegriffen durch Energiekonzerne, Lobbyisten und Regierungen in Ländern um uns herum. Aber auch hier im Lande sehen wir schon, dass RWE, E.ON, Vattenfall, zwar nach Fukushima ein bisschen vorsichtiger, aber immer noch versuchen, diese Energiewende zu unterwandern. Und wenn wir wissen, dass die Energiewende das einzigste funktionierende Antwort auf den Atomausstieg ist, dann müssen wir anfangen aufzupassen. Weil es bereitet sich wieder eine neue Atomrenaissance vor. Eine Atomrenaissance? Lass mich mal ein paar Beispiele geben. In Kaliningrad, Königsberg, im Enklave Kaliningrad bei Neman, liegt zwar im Moment der Bau von neuen Atomkraftwerk still. Aber die Bau kann jedes Moment wieder angefangen werden und wird angefangen werden, sobald Russland die Idee hat, sie kann die Energie, die Elektrizität an Deutschland verkaufen. Tschechien. Es gibt Pläne für 2 bis 5 neue Atomkraftwerke in diesem Moment für Export nach Deutschland. Slowakei. Die Fertigbau der veralteten Mochovce 3 und 4 Kernkraftwerke wird begründet mit Atomexporte. Und auch der Bau von einem neuen Kraftwerk in Jaslowske Bohunice. Ungarn. Was man da hofft, ist Gewinn zu schlagen mit Atomexporte aus Lebensdauerverlängerung von deren Uraltblöcke im Park. Das sind 4 Atomkraftwerke, die man da noch 20 Jahren weiter betreiben möchte. Man möchte dann dazu noch 2 neue Blocks bauen für Export. Slowenien. Französische Institute haben festgestellt, dass die Ortschaft Krško eine zu erdbebengefährliche Zone ist für Kernkraftwerke. Trotzdem ist dieses Jahr die Diskussion für ein neues Block in Krško wieder angefangen mit der Begründung möglichen Atomexporte. Die Schweiz. Die Schweiz ist Inhaber vom ältesten Atomkraftwerk der Welt, in Besnau, 45 Jahre alt. Sie haben noch 3 andere Meiler, 2 davon sind auch über 40 Jahre alt. Sorry, 4 davon sind auch über 40 Jahre alt. Die Schweiz versucht im Moment, diese Kernkraftwerke bis zum 60. Jahr weiter zu treiben, weil sie einkassieren möchten von den deutschen Stromkunden. Frankreich. Frankreich möchte weniger abhängig werden von Kernkraft. Das stimmt. Aber der Kampf dafür, um das umgesetzt zu kriegen in diesem Moment, geht hart gegen hart. Die Niederlande. Ich habe gerade über die Schweiz geredet, 60 Jahre. Die Niederlande versucht jetzt, Borssele, auch ein 40-jähriges altes Kernkraftwerk, auch bis 60 Jahren weiter zu treiben. Schweden. Vattenfall, E.ON, wollen sogar bis 80 Jahren gehen.
und das Vereinigte Königreich wollen mit neuen Kernkraftwerken einsteigen und dafür die höchste Subventionssumme in der Energiegeschichte Europas investieren. Also, und das alles, weil diese deutsche Regierung nicht in die Lage ist, um klarzumachen, dass die Energiewende im Moment funktioniert. Dass Deutschland es im Moment schaffen könnte. Stattdessen weicht sie unter den Druck von RWE, Vattenfall und E.ON. Liebe Freunde hier, die Energiewende muss gelingen. Und Deutschland braucht dazu eine aktive Europapolitik zur Energiewende. Ganz Europa. Die deutsche Regierung soll einmischen statt zuschauen. Also das Strahlungsrisiko, dass unsere Kinder, Enkelkinder und Großenkelkinder ausgesetzt werden, das hängt davon ab, ob Frau Merkel und Herr Gabriel in Brüssel richtig auftreten, dass sie sich nicht wieder gewonnen geben, wie sie das damals gemacht haben, unter dem Druck von Mercedes, VW und BMW. Dass sie sich jetzt dem Druck von Vattenfall, E.ON und RWE entgegensetzen und sich stark machen für 55% Treibhausgasverringerung, für 45% erneuerbaren Energien und für 40% Energieeffizienz in 2030. Das soll jetzt passieren. Wenn wir das Strahlungsrisiko, das unseren Kindern, Enkeln und Großenkeln ausgesetzt werden, das hängt davon ab, ob Deutschland den Weg in der Energiewende in einer erneuerbaren Zukunft auch wirklich schafft. Und das muss jetzt gemacht werden. Das Strahlungsrisiko, dem unseren Kindern, Enkelkinder und Großenkelkinder ausgesetzt werden, hängt ab von dem Erfolg von der Bewegung, die heute hier ist. Von euch, von mich, von uns. Wir müssen raus aus der Atomkraft und wir müssen raus deutschlandweit, europaweit und weltweit. Und das fängt an mit einer gelungenen Energiewende. Und das soll heute passieren. Kein RWE, kein E.ON, kein Vattenfall, sondern eine dezentralisierten, demokratischen Energieversorgung, die uns wirklich eine saubere Zukunft geben kann. Vielen Dank und bitte helfen uns, diesen Atomkraftwerk in der Rest Europas zu stoppen. Jan Hauser Kahn, Greenpeace Gdansk, Greenpeace Danzig. Und ich kann euch nur Sachen, die sich wie verschiedene Bausteine da zusammenfügten. Eine Bundesregierung, die schon in den Koalitionsvertrag schreibt, wir orientieren uns nicht mehr an diesen Daten. Klimaschutz, Atomausstieg 2020, 2022. Wir gehen schon mal weiter nach hinten, haben sie erstmal reingeschrieben. Dann garantieren wir der Kohle bis ans Ende des Jahrhunderts fast sozusagen die Laufzeit. Dann passiert Folgendes. Wir machen ein Gesetz, was die Bürgerinnen und Bürger aus der Energiewende raushält, was die Energiewende an die Konzerne verkauft. Dann setzen wir den Mittelstand vor Riesenprobleme und dann gehen wir nur noch 2 Jahren in europäische Ausschreibungen. Und was wird jetzt passieren, wenn ihr das zusammenrechnet mit dem, was Jan gesagt hat? Es wird ein Druck auf die Politik entstehen. Irgendein Horst Seehofer wird die Laufzeitverlängerung dann ab 2017 durchsetzen, denn diese Ausschreibungen werden nicht funktionieren. Damit wäre die Energiewende tot. Und der Druck, der aus dem Ausland kommt, ihr kriegt den Atomstrom von uns, würde bedeuten, irgendein deutscher Politiker geht hin, dann schmeißen wir die Meiler auf jeden Fall wieder an. Und das müssen wir verändern. Wir sind von dem Netzwerk der Energieinitiativen im Elbe-Weser-Raum. Wir sind überzeugt, dass woanders Leute vielleicht schon weiter sind. Aber ohne uns wäre es dann im Elbe-Weser-Raum doch ziemlich weiß, das ganze Gelände. Wir haben uns früh entschieden, an dieser Demo teilzunehmen, weil wir es wichtig finden, dass Flagge gezeigt wird für die vielen Projekte mit grüner Energieerzeugung, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort möglich machen. Immerhin werden
die Erneuerbaren zu 47% von den Menschen in der Region getragen und nur 6% steuern die großen Energiekonzerne bei. Da sind wir gleich beim Thema für Stade. Das alte und spröde Atomkraftwerk wird zurückgebaut und macht noch auf Jahre hinaus Arbeit. Doch die abgebrannten Brennelemente lagern weiter bei uns in einem oberirdischen Zwischenlager. Der Müll bleibt uns also und wie in Fukushima auch hier erhalten. Und es gibt keine sichere Lagermöglichkeit weltweit. Da ist es unverantwortlich, Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Und deshalb fordern wir, abschalten alle Atomkraftwerke sofort. In Niedersachsen ist Dow Chemical der größte Stromverbraucher. Deshalb ist Stade als Energiestandort wichtig. Doch sollen wir einen Schritt zurück zur Kohle? Zumindest die großen Konzerne wollen das so. Die Bürgerinitiativen pro erneuerbare Energien gegen Kohlekraft hat mit bundesweiter Unterstützung gegen und kann auch Erfolge verbuchen. Ein Kohlekraftwerk von EDF Suez wird nicht gebaut, ein anderes von E.ON wird auch nicht gebaut. Allein die Dow plant noch ein Kohlekraftwerk. Wegen der billigen Kohle aus Australien hält sie an ihren Plänen fest, sich selbst durch eine Kombination aus Gas, Wasserstoff und Kohle zu versorgen. Weil aber die Anlandung billiger Kohle, auswärtiger Kohle, so günstig ist an der Elbe, will man das Kohlekraftwerk gleich doppelt so groß bauen. Es geht um 920 Megawatt. Und 470 werden selbst gebraucht, der Rest wird verkauft. Das wollen wir natürlich nicht. Wir, die Energieinitiativen im Elbe-Weser-Raum, stemmen uns gegen diese Pläne mit importierten fossilen Energieträgern, weil sie der regionalen Wirtschaft Gelder entziehen und die fernen Oligarchen reich machen. Diese rückwärtsgerichtete Energietechnik wird für 40 bis 50 Jahre zementiert. Stattdessen gründen wir Bürgerinnen und Bürger an vielen Orten zwischen Elbe und Weser Energiegesellschaften, zumeist Genossenschaften, die vor Ort die Menschen einbeziehen und ihnen Versorgungssicherheit gewährleisten können. Diese Gesellschaften sind gemeinwohlorientiert und schauen nicht auf höchstmögliche Rendite. Wir von der ENO, der Energie Oldendorf, betreiben zwei Bürgersolaranlagen und wollen sowohl Bürgerwindanlagen als auch ein Nahwärmenetz betreiben. Doch gegenwärtig stockt die Planung, weil nicht absehbar ist, unter welchen Bedingungen die Bürgergesellschaften überhaupt noch Geld für Energieprojekte einsammeln dürfen. Da sind wir dagegen. Wir sind hier, weil wir das Geld brauchen und die Sicherheit, die Planungssicherheit. Also Schluss mit dem Geschwafel von der angeblich unbezahlbaren Energiewende. Peter und ich, wir kommen ja von der Küste und da hat ein Deichrichter mal gefragt, wer bezahlt die notwendigen Erhöhungen der Deiche? Damit spricht er dann die kostenintensiven Schutzmaßnahmen an, die wir wegen des menschengemachten Klimawandels als Gemeinschaft mit Steuermitteln zahlen müssen. Abgesehen davon auch die ökologischen Folgen. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Landkreis Cuxhaven spät, aber nicht zu spät, dem Projekt 100% erneuerbare Energieregionen sich angeschlossen hat und in diesem Zusammenhang auch eine Klimaschutzagentur gründen will. Dabei soll neben der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien auch um die Bereiche Energieeinsparung und Mobilität gehen. Der Elbe-Weser-Raum ist auch bei diesen Regionen dabei. Dankeschön. Wir bedanken uns bei der Elbe-Weser-Vernetzung für erneuerbare Energien. Potsdam 2000, aus Kiel 5000, aus Düsseldorf 5000, aus München.
München 5000. Hannover 8000 plus X. So, das kann ich nicht lesen. Mainz, Wiesbaden soll das, glaube ich, heißen. 4000. Und in Freiburg 1000. Das macht weit über 30.000 Leute. Ich würde sagen, ein voller Erfolg. Das ist erst der Anfang. Und das geht noch so weiter, denn die Bewegung wächst wieder, weil jetzt wird langsam klar, was da wirklich passiert in Berlin, dass die Energiewende geschlachtet werden soll auf dem Kabinettstisch zugunsten der Energiekonzerne. Ulf Allhoff Kramer, er ist einer der Biobauern oder einer der Bauern und er ist Biobauer, die heute mit dem Trecker hierher gekommen sind. Wir können erhöhen auf 45 Schlepper, die jetzt gezählt worden sind, definitiv. Ulf ist bekannt dafür, dass er schon mehrmals ein Klimamusik-Hoffest veranstaltet hat, also voll sein Thema hier. Er ist vielen bekannt von den Gronde-Protesten. Wir haben zusammen gegen die MOX-Transporte Protest und Widerstand geleistet. Mehrmals, ich weiß nicht. Zweimal, dreimal. Und wir freuen uns jetzt sehr auf die Rede von Ulf Allhoff Kramer. Ja, voll schön, dass ihr alle da seid heute. Das ist total großartig. Und dass wir es hingekriegt haben, in Deutschland so viele Menschen auf die Straße zu bekommen für die Energiewende, für den Klimaschutz und für den Atomausstieg. Das ist einfach total großartig. Wir sind in einem tollen Land und wir nutzen unsere Möglichkeiten. Und wir hoffen, dass es immer mehr werden, die dafür eintreten, dass wir eine gute Zukunft hinbekommen für unsere Nachfahren. Ich bin seit über 30 Jahren Bauer und ich habe das verdammt gut verfolgt, denn schon seit den 80er Jahren wissen wir, dass es einen Klimawandel geben wird. Und ich habe gemerkt, es gibt den Klimawandel jetzt schon. Der ist spürbar für uns Bauern. Es gibt immer mehr Trockenphasen, es gibt immer mehr Starkregenereignisse. Und das macht mir ganz schön große Sorgen, das beschäftigt mich. Und die Kanzlerin, diese Frau hat gesagt beim Petersberger Klimadialog, dass eine Erderwärmung von 2 Grad das Äußerste ist, was die Ökosysteme dieser Erde vertragen können. Und dass die Weltgemeinschaft schwerste verheerende Nebenwirkungen auf sich nehmen muss, wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung bei 2 Grad zu begrenzen. Aber wie sie handelt, das ist komplett das Gegenteil von dem. Ständig schützt sie die Industrie vor strengeren Klimaschutzzielen, CO2-Zielen und lässt ihren Wirtschaftsminister Rösler nach Brüssel fahren und lässt ihn verhindern, dass die CO2-Zertifikate verknappt werden. Das ist wirklich richtig skandalös. Die Emissionen steigen und steigen. Die Emissionen steigen und steigen weltweit und auch in Deutschland. Wir haben jetzt zwar einen Höchststand an regenerativen Strom, aber wir haben auch einen Höchststand an Kohlestrom und das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, und dann gibt es die Aussagen der Wissenschaftler und es gibt die Aussagen der Internationalen Energieagentur und der Weltbank und die sagen ganz klar, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir nicht 2 Grad Erderwärmung bekommen, was schon schlimm genug ist, sondern wir werden bei 3,6 Grad noch in diesem Jahrhundert enden. Und dann wird diese Welt eine andere sein, als wir sie uns auch nur im Traum vorstellen können. Und das möchte ich nicht erleben. Und deswegen sind wir heute hier auf der Straße und deswegen müssen wir diese Energiewende wirklich zu einem Erfolg führen. Was soll man mit so Politikern anfangen, die, obwohl 70% der Menschen die Energiewende wollen, genau die andere Politik macht? Das ist doch unglaublich. Die Menschen wollen keine Gentechnik und was macht die Regierung? Sorgt nicht dafür, dass es keine Gentechnik gibt, sondern macht die Türen offen. Das ist unglaublich, finde ich das. Wir Bauern, wir brauchen ein einigermaßen intaktes Klima, um unsere Arbeit machen zu können. So wichtig, wie die Pflanzen das Wasser brauchen, um wachsen zu können. Und eine Gesellschaft und eine Wirtschaftsform und eine Politik, die das Klima ruiniert, das ist eine Katastrophe für die Bauern dieser Welt und für die Menschen dieser Welt.
Heute sind wir hier mit 45 Treckern nach Hannover gefahren, um ein Zeichen zu setzen. Aus dem Wendland sind 25 oder mehr Trecker gekommen. Die weite Strecke hierhin sind so wie vor 30 Jahren bei dem großen Gorleben-Treck. Und im Wendland engagieren sich die Bauern seit Jahrzehnten, um ihre Heimat vor dieser entsetzlichen Atommüllkatastrophe zu schützen, um ihr Lebensrecht zu sichern. Und das ist etwas gewesen, was dieses Land wirklich verändert hat. Der Widerstand der Bauern im Wendland hat dieses Land verändert und ist eine ganz, ganz starke Säule der Anti-Atom-Bewegung. Jetzt macht man einen Riesenbeifall für die Bauern aus dem Wendland. Fetter Beifall. Danke, ihr lieben Wendlandbauern, dass ihr gekommen seid. Zum Glück gibt es auch noch anderswo Bauern, die das gecheckt haben. Nämlich zum Beispiel, ein Schwerpunkt ist in der Nähe des AKW Grohnde in der Region Weserbergland-Lippe. Und wir sind auch mit ziemlich vielen Treckern heute hier hingefahren. Und wir Bauern, wir stehen heute hier und wir sind mit unseren Treckern hierher gefahren, symbolisch und stellvertretend für hunderte Millionen Bauern auf dieser Erde, die darauf angewiesen sind, dass auch noch in 10 und 20 und 50 Jahren das Klima auf dieser Erde ein einigermaßen stabiles Klima ist, in dem die Bauern ihre Arbeit machen können. Die wichtigste Arbeit, die es gibt, die Menschen machen können, nämlich Nahrungsmittel anbauen, damit wir Menschen leben können. Und für die stehen wir hier und für die sind wir auch gekommen. Mit welchem Recht, eigentlich nimmt unsere Generation als Kollateralschaden eines verschwenderischen Lebensstils in Kauf, dass die Menschen dieser Welt in immer chaotischeren Klimaverhältnissen leben müssen? Mit welchem Recht tun wir das? Wir, die den Klimawandel befeuern in den reichen Ländern, die in einem derartigen Überfluss leben, was sowieso eine Illusion ist, eine Blase, die bald platzen wird. Und dieser Klimawandel, wenn wir ihn nicht verhindern, er wird immense Schäden verursachen. Und er wird Millionen Menschen die Heimat rauben, Klimaflüchtlingen, die ihre Lebensgrundlage verlieren werden, von denen ganz viele jetzt schon an den Grenzen Europas stehen und die mit großer Gewalt daran gehindert werden, in unser Wohlstandsparadies zu kommen. Frau Merkel, Ihre Untätigkeit ist unerträglich. Frau Merkel, Sie machen sich schuldig, wenn Sie so weitermachen und lieber die Industrie und die Konzerne schützen als das Klima dieser Welt. Wenn Ihnen alles andere wichtiger ist als unsere Lebensgrundlagen, wenn Sie nicht verstehen, dass die Energiewende auch ökonomisch der Weg ist, der gut ist für unser Land. Und wenn Deutschland nicht endlich eine durchgehend klimaverträgliche Lebens- und Wirtschaftsweise entwickelt. Herr Töpfer, der ehemalige Bundesumweltminister und Mitarbeiter der Vereinten Nationen in Umweltfragen, hat einmal die Lebensweise des Westens als ökologische Aggression gegen den Süden dieser Welt bezeichnet. Was für eine Hypothek für unsere Gesellschaften. Und deswegen hat die deutsche Energiewende wirklich eine globale Bedeutung. Das, was wir hier heute tun, das ist nicht eine deutsche Thematik, das ist keine regionale, sondern es hat eine globale Bedeutung, ob die deutsche Energiewende gelingt oder nicht. Denn sie ist ein ganz entscheidender Schlüssel dafür, dass wir auch weltweit andere Wege beschreiten werden. Weil wir werden
Wenn es gelingt und wir sind auf bestem Wege, im Grunde genommen ist es schon gelungen und es kann nur noch von der Politik verhindert werden. Wir haben schon jetzt den Beweis angetreten, dass die regenerativen Energien konkurrenzlos billiger sind als diese entsetzlichen Energien Atom und Kohle, die uns so teuer zu stehen kommen. Die Atomstrom ist absolut außerhalb jeder Vorstellung von den Kosten her. Aber auch die Kohle ist so teuer, dass wir sie uns nicht mehr leisten können. Das Scheitern des Klimaschutzes, das ist für mich auch das Scheitern der menschlichen Humanität und Intelligenz. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses menschliche Scheitern mit aller Kraft verhindern. Wir sollten uns der Realität der Klimakrise stellen. Wir sollten nicht länger wegschauen und länger verdrängen, sondern wir sollten endlich radikal die Emissionen senken. Und wir Menschen im reichen und satten Deutschland, wir haben dazu die Möglichkeiten. Wir können für die Energiewende streiten, auf Straßen und Plätzen, in den Medien, in der Gesellschaft. Und wir können den Politikern Beine machen. Das ist unsere Verantwortung für diese Welt und für unsere Kinder und deren Kinder. Und auch für den Frieden auf dieser Erde. Jawohl! Es gibt einen Autor eines Buches, das heißt Kein Brot für die Welt, der heißt Wilfried Bommert. Und er hat nach der grandios gescheiterten Klimakonferenz von Kopenhagen, in die wir alle so viel Hoffnung gesteckt hatten, gesagt, alles hängt nun davon ab, ob die Zivilgesellschaften dieser Welt aufstehen und den Schutz des Klimas einfordern. Und wir sind heute aufgestanden, wir werden weiter aufstehen müssen und dafür sorgen, dass der Schutz des Klimas eingefordert wird. Und das ist gut so. Und jetzt müssen wir so weitermachen. Und ich danke euch, dass ihr heute da wart. Danke, Ulf! Danke, Ulf! Das Motto heißt ja auch, Energiewende retten gegen Kohle, Atom und Fracking. Was hat es mit Fracking in Niedersachsen auf sich? Bernd Ebeling von der Behielten! Ja, moin, moin! Mit dem Thema Erdgas und seinen Umwelt- und Gesundheitsschäden hatte ich nach der Grenzöffnung erste Berührungspunkte. Erdgasarbeiter aus der Altmark im nördlichen Sachsen-Anhalt waren durch Quecksilber vergiftet worden. Gelände um die Erdgasanlagen ebenso. Sanierungsaufwand 300 Millionen Euro, bezahlt der Steuerzahler. Neulich berichtete mir ein Landwirt folgende Geschichte, ebenfalls aus der Altmark. Borschamdeponie der Erdgasindustrie eingezäunt. Das Gras wuchs so schön saftig, also Zaun auf und die Schafe weiden lassen. Die nächsten Tage waren sie tot. Von wegen alles so harmlos, wie Gas- und Ölindustrie in ihren Hochglanzbroschüren uns verkaufen wollen. Erdbeben, bedingt durch die Gasförderung in den Landkreisen Soltau, Fallingbostel, Rothenburg und Verden. Häuserschäden. RWDA als Verursacher weigert sich, größtenteils zu zahlen. Benzol und Quecksilber neben billigen, ungeeigneten Kunststoffleitungen für Lagerstättenwasser. Das ist ein Skandal! Vor anderthalb Wochen ist der erste Fracking-Antrag genehmigt worden. Direkt angrenzend an den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die nächsten werden in Kürze folgen, vor allem im Niedersachsen. ExxonMobil, RWE und Co. Hört genau zu. Wir werden es nicht hinnehmen, dass ihr geldgeilen Konzerne unsere Umwelt verschandelt. Gas- und Ölförderung erzeugen giftiges Lagerstättenwasser. Das fällt immer an, unabhängig davon, ob gefreckt wird oder nicht. In Niedersachsen gibt es 50 Versenkbohrungen für Lagerstättenwasser aus der Gas- und Ölförderung. Zig Millionen Kubikmeter Lagerstättenwasser wurden und werden in Tiefen zwischen 600 und 1100 Meter Tiefe verklappt. Das ist der Normalzustand. Also in unseren Grundwasserkörper, in Luckau, im Wendland, sogar nur in 300 Meter Tiefe. Dieses Gemisch
Aus salzigem Wasser, Kohlenwasserstoffen und Schwermetallen ist gesundheitsschädigend. Es enthält zum Beispiel krebsauslösendes Benzol und Toluol, giftiges Quecksilber und Blei. Teilweise ist es radioaktiv belastet. Die Konzentration dieser Stoffe überschreitet die gesetzlichen Vorgaben der Trinkwasserverordnung um das 100- bis 1000-fache. Wie blöd kann ein Mensch nur sein, diese Giftstoffe in unsere Erde zu verpressen? Es ist nur eine Frage der Zeit, wann diese Stoffe in unser Grundwasser gelangen. Kein Geologe kann garantieren, dass das nicht passiert. Die Gas- und Ölindustrie erst recht nicht. Diese Konzerne sind nur an höchstmöglichen Gewinn interessiert. Nicht mit uns! Letzte Woche haben wir die Zufahrt einer Versenkbohrung von ExxonMobil blockiert. Fast täglich fahren dort Gefahrguttanklastwagen mit Lagerstättenwasser an, um das Giftgemisch in unsere Erde zu verklappen. Wir sehen dahin eine erhebliche Gefahr und irgendwann wird das in unserem Grundwasser landen. Und auch in der Landwirtschaft, da wo viel beregnet wird, da wäre es ein sehr, sehr großes Problem. Wir fordern, dass die Verpressung des Lagerstättenwassers gestoppt wird. Der größte Gasförderer in Deutschland ist ExxonMobil. Das sind die Schweinebacken. Was sagen wir dazu? Gift im Grundwasser? Fragezeichen? Wir sagen dazu, Exxon, auf! Ich habe hier mein, wo ist mein gelbes X? Ich komme ja aus dem Gorleben und Castor-Widerstand, bin da seit 1990 aktiv. Das Symbol der No-Fracking-Bewegung in Deutschland ist die rote Hand. Wir haben jetzt daraus das X gemacht aus dem Castor-Widerstand mit den Händen der No-Fracking-Bewegung. Und so eine Ansage machen wir. Das wird ein heißer Sommer werden. Ihr könnt euch auf was gefasst machen. Nun zu den zuständigen Behörden. Bundes- und Landesbehörden versagen. Die gängige Praxis der Gas- und Ölförderung vergiftet unsere Umwelt. Das Bundesberggesetz wird über Grundgesetz und Wasserhaushaltsgesetz gestellt. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat im Januar 2011 genau ausgeführt, wie ein bundesweites Fracking-Verbot gesetzlich zu begründen wäre. 3 Jahre später haben Bundesregierung und Bundestag noch immer kein Gesetz auf den Weg gebracht. Das ist ein politisches Armutszeugnis. Sogar der Sachverständigenrat für Umweltfragen, der von der Bundesregierung oder der die Bundesregierung berät, sagt, aus energiepolitischen Gründen ist Fracking nicht förderfähig. Wir brauchen das nicht für die Energiewende. Wenig hilfreich ist auch das Herantasten von Wirtschaftsminister Olaf Lies und Umweltminister Stefan Wenzel. Den Runderlass der niedersächsischen Landesregierung zur Gasförderung mittels Fracking lehnen wir ab. Und jetzt zum Schluss. Wenn Gas- und Ölindustrie ihre Umweltsauereien und Preisteilbarkeit nicht stoppen, werden wir das tun. Denn wir sind das Volk. ExxonMobil und Co. haben nichts zu entscheiden. Dankeschön. Danke, Bernd. So, und jetzt neben mir steht Hanna. Und ich bin total froh, dass du hier bist, sage ich ganz ehrlich. Denn du machst das jetzt auch noch mal ein Stück weit praktisch für uns. Du hast gesagt, vielleicht sagen wir es doch mal direkt, Hanna vom Anti-Atom-Camp in Kiel, das im August stattfindet. Das habe ich jetzt erstmal gehört. Ja,
Schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass ich eingeladen worden bin. Ich freue mich, dass es auch einen Raum für widerständige Perspektive auf dieser Bühne geben soll. Ich bin gefragt worden, wer bin ich denn überhaupt und für wen bin ich denn hier? Und dann habe ich erst gesagt, naja, ich bin doch als Individuum hier und als Mensch und ich habe doch gar keine Lust, für irgendeine Organisation zu sprechen. Und dann dachte ich, wenn ich Roman bequatsche, dass er erzählt, ich bin vom Anti-Atom-Camp, dann können wir Werbung für das Anti-Atom-Camp machen. Das sei jetzt hiermit nochmal geschehen. Ich würde euch alle ganz herzlich einladen, im August nach Kiel zu kommen. Wir machen da ein Anti-Atom-Camp anlässlich der vielen, vielen Atomtransporte, die durch den Nord-Ostsee-Kanal gehen. Wir haben da im Schnitt einmal die Woche einen Atomtransport, von dem die meisten Leute in der Gegend nichts wissen. Das war für uns der Aufhänger zu sagen, dagegen müssen wir uns wehren. Wir machen ein Camp am Kanal und ihr seid alle recht herzlich eingeladen in die Umgebung von Kiel. Genauer können wir es noch nicht sagen. Okay, wir sehen uns dann am Anti-Atom-Camp. Jetzt ist es ja so, Atomtransporte, man hat ja in meinem Kopf so Castor. Ich selbst habe auch jahrelang aber in Hamburg auch Politik gemacht zum Thema Atomtransporte. Da waren es phasenweise über 400 Atomtransporte pro Jahr, die durch Hamburg gingen. Jetzt ist es bei dir angekommen, das Schreiben, wir haben eben drüber gesprochen, dir droht ein Prozess. Dir droht ein Prozess am 9.5. Worum ging es da eigentlich? Das liegt jetzt schon ein bisschen her, 2012. Was hast du da eigentlich gemacht? Wir haben 2012 einen Zug mit Uranhexafluorid gestoppt. Das ist der Abfallstoff aus der Urananreicherung. Und wir haben uns in der Nähe der Urananreicherungsanlage in Gronau an die Schienen angekettet, zu zweit. Und daraus wird uns jetzt die Störung öffentlicher Betriebe konstruiert. Und deswegen werden wir vor Gericht stehen. Es sind schon 5 Verhandlungstage angesetzt. Also das Gericht meint, dass das was Großes ist. Der Meinung bin ich auch, nur finde ich, das gehört nicht vor Gericht, sondern dieser Widerstand gehört auf die Straße, auf die Schiene. Zu diesen ganzen Transporten. Da stehen wir, glaube ich, an deiner Seite, oder? Sagst du vielleicht noch mal ganz kurz, Uranhexafluorid, weil wie gesagt, ne, Castor, das kennt irgendwie jeder, Atommüll, aber wieso gibt es eigentlich so viele Atomtransporte? Was steckt da dahinter? Also es gibt mindestens 2 häufig vergessene Atomanlagen in Deutschland. Eine ist heute hier auf der Bühne auch schon genannt worden, das ist diese Urananreicherungsanlage in Gronau. Das zweite ist die Brennelementefabrik in Lingen. Beides sind Fabriken, die für den Weltmarkt produzieren und Zulieferfabriken sind. Die einen reichern das Uran an und die anderen bauen dann Brennelemente aus dem angereicherten Uran. Beides ein notwendiger Prozess für den Betrieb von Atomanlagen. Beide diese Fabriken sind richtig, richtig groß. Gronau versorgt rund 10% vom Weltmarkt. Und beide Fabriken sind nicht vom Atomausstieg betroffen und deswegen kämpfen wir für deren sofortige Stilllegung. Und da sagen wir doch einfach Atomfabriken abschalten! Atomfabriken! Abschalten! Atomfabriken! Abschalten! Atomfabriken! Abschalten! Und da kann man sicherlich mit dir auch jetzt vielleicht mal Kontakt aufnehmen, wenn man da was tun möchte, glaube ich. Und es wird dann sehr handfest. Jetzt haben wir aber auch natürlich das Thema Kohle hier gehabt. Da ist ja auch was passiert. Wir sind hier gerade mitten in ein Wespennest gestochen. Hier ist ein Widerstand in Deutschland, der sich zu diesem Thema Energiewende perfekt dazu sortiert. Wo reden wir darüber, über welchen Ort in Deutschland und was ist da gerade passiert? Braunkohle! Scheiß Braunkohle, danke, ich greife das direkt auf hier vorne an der Bühne, das war genau der richtige Kommentar. Es geht um das rheinische Braunkohlerevier, bei dem, was ich jetzt konkret sagen möchte. Ich möchte nämlich einen solidarischen Gruß dahin schicken an die Leute, die den Hambacher Forst besetzen. Die haben vor 2 Tagen einen sehr brutalen Polizeiübergriff erleben müssen. Da gab es eine Durchsuchung, sowohl auf der Wiese, wo das Protestcamp ist, als auch bei der Waldbesetzung. Die Leute versuchen, den Wald davor zu retten, für den Braunkohletagebau abgebaggert zu werden, weil RWE meint, diese Region in eine große Wüstenlandschaft verwandeln zu wollen, zu müssen. Und dagegen wehren die sich und die sind vor 2 Tagen Opfer von einem massiven Polizeiaufgebot gewesen. Da sind 2 Hundertschaften aufgetaucht, haben sämtliche Privathandys, sämtliche Laptops, alles mögliche an Technik einfach so beschlagnahmt. Das ist eine ziemliche Frechheit. Danke, genau, das Pfui finde ich richtig. Gerne nochmal lauter. Deswegen an dieser Stelle gilt meine und hoffentlich auch eure Solidarität den davon Betroffenen. Und wenn von euch wer noch zu Hause ein funktionierendes altes Handy rumliegen hat oder vielleicht einen Laptop, dann überlegt doch mal, ob ihr den nicht in den Wald schicken mögt. Die Leute können gerade technischen Support und natürlich auch personellen Support sehr gut gebrauchen. Ich glaube, das ist ein super, super Vorschlag, denn es wird hier oft vergessen.
Widerstand hat viele verschiedene Ebenen. Wir sehen das immer wieder in Gorleben im Wendland. Es gibt Leute, die müssen, die wollen unterstützen, indem sie für die Leute kochen mit Volksküchen. Es gibt Leute, die unterstützen solidarisch einfach durch Spenden, wie Hanna so ein Beispiel eben gebracht hat, den Widerstand. Es gibt viele, die sagen, ich will ganz vorne wirklich widerständig sein. Es gibt einige, die sagen, das ist vielleicht noch gar nicht so mein Ding, ich muss mir das erstmal anschauen, aber ich gehe erstmal dazu und leiste direkte Solidarität durch Anwesenheit. Alles das gibt es. Und ich glaube, dass eine große Perspektive jetzt mit diesen zwei Sachen schon mal aufgemacht, drei mit dem Anti-Atom-Camp, was man da sozusagen tun kann. Wir haben aber auch noch ein Thema, für das du sehr stark stehst. Das würde ich auch hier nicht untergehen lassen wollen, gerade weil der Begriff Energiewende gerade so verkürzt wird. Auf allein, wir müssen irgendwie mal Strommarkt machen. Also, du bist ja eben nicht nur, sag ich mal, ganz handfest im Widerstand unterwegs, sondern du hast eigentlich auch noch ein bisschen was zu dieser Konsumgesellschaft zu sagen, in der wir uns hier bewegen. Genau, ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich meine Perspektive zur Energiewende? Was will ich denn eigentlich, wofür stehe ich da denn eigentlich? Und ich würde gerne einen Vergleich machen. Das wirkt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich habe mir den Bereich Landwirtschaft angeguckt und ich habe festgestellt, es gibt ganz viele CSA-Projekte, also von Gemeinschaften solidarisch getragene Landwirtschaftsprojekte. Und das Großartige daran finde ich, dass die Leute etwas für unser Leben Notwendiges, etwas ganz Großartiges wie Essen, dem Markt wieder entziehen, das sich selber aneignen, das solidarisch machen, das gemeinsam machen und das in einem überschaubaren Rahmen machen. Und damit mache ich mich selbst wieder zur Akteurin und bin keine Konsumentin mehr. Ich bin nicht mehr in irgendeinem Laden und da ist irgendeine Konkurrenzgesellschaft, sondern ich kenne die Leute, die die Kartoffeln anbauen, die ich am Ende esse. Und das wünsche ich mir für den Energiebereich nämlich auch. Genau das will ich für den Energiebereich. Ich will keine Großkonzerne, ich will keine zentralen Großenergiequellen, sondern das selber machen. Du hast, warte mal, Ulf. Du hast das Schlagwort gesagt. Mit diesem Schlagwort würde ich dich auch gerne verabschieden. Man muss es selber machen und dafür sind wir alle da. Danke.